Moin Moin, zu einer endlich mal wieder weiteren Folge von Alan Wake. Ich habe jetzt aber mal mittelschwer vergessen, wo wir landen müssen. Da ist schon ein Stück her. Ach ja, das war ja hier der Rage Mode. Wie war denn das hier? Kann ich hier was aufnehmen? Ja, genau. Leuchtfackel. Pumpgun. Muss ich ja den Scheiß hier aufnehmen. Lag der eigentlich auch das letzte Mal schon da? Kommen die schon oder habe ich hier noch ein bisschen Zeit? Jetzt das erstmal hier gucken. Pumpgun ist durchgeladen. Wir haben eine Leuchtfackel. Was ist mit dem Rennen? Hallo? Hallöle? Oh, manchmal. Ach so, hier, komm. Ja. Steht das eigentlich noch hier? Ja, gut, dann tue ich nämlich nicht groß drauf drücken. Aber das nämlich so. Liegt eigentlich da? Was ist denn das? Ah, Leuchtfackeln, ne? Oder? Aber das geht jetzt hier nicht, oder was? Gut, jetzt. Zack. Wir uns mal ein bisschen vorarbeiten, bis das hier triggert. Leuchtfackeln. Haben wir drei. Haben nur zwei Einheiten. Das ist ja, wir haben jetzt, das finde ich ein bisschen blöd. Wir haben jetzt die große Taschenlampe. Die kleine aber nicht mehr. Wenn die jetzt hier alle ist, die kleine mit ihren 17, 18, schlag mich tot Batterien, wenn die große jetzt hier alle ist, haben wir gar keine. Und das finde ich natürlich auch ein bisschen okay, oh, schnell. Jedes Mal diesen Scheiß hier machen. Mal hier verrecken, bin ja nicht gerade wenig verreckt. Ja. Ab geht der Fisch. Hier kommt ja jetzt Action. Zack. Hab's ja auch schon mit diesen Dingern da. Jetzt geht's los. Das sind ja hier viele. Mit diesen Dingern. Hier funktioniert. Wir müssen mal gucken, von wo die kommen. Jetzt habe ich hier eine Fackel. Jetzt hat er die. Hallo? Sag mal, hörst du mal auf? Dann machen wir hier die Pumpgun. Ne, wir werfen mal die Fackel. Komm. Das ist ja die. Ah, shit. Renn, 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 renn. Komm, 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 renn. Muss ich die eigentlich groß nachladen? Ja, das meine ich ja mit diesem. Mit diesem. Umhauen. Und dann hat man hier keine Chance mehr, ne? Ich renne jetzt mal hier hinten hin. Jetzt rennt er gar nicht. Damit die HP aufgehen. Hochgehen. Man kann halt nicht rauszoomen, man sieht das halt nicht hier. Geh mal weg, du. Dich will ich hier überhaupt nicht. Okay. Dann mal jetzt hier. Schrotflintenmunition. Das ist in Ordnung. Da tun wir die nochmal aufladen. Schafft er das? Okay. Was haben wir hier? Da haben wir nix. Da haben wir nix. Hier liegt wieder was rum. Diese Revolvermunition, okay. Haben wir noch diese Leucht. Jetzt haben wir sie nicht mehr, oder was? Okay, jetzt haben wir hier Munition. Okay, wir machen aber das. Diese Gasflaschen, die sind ja hier auch noch. Allerdings ist das Problem. Dass der Radius zu klein ist, meiner Meinung nach. So, machen wir mal den Heini erstmal. So, noch einer. Hier war doch noch einer. Ich hab doch nur einen umgebracht. So. Okay, ihr Heinis. Und ihr und du. Jetzt keine von hinten kommt, ist in Ordnung. Aber das ist jetzt die Gasbuddel. Die wollte ich ja nicht. Die wollte ich eben nicht treffen. So, der triggert noch nicht. Hier kann ich doch was aufheben. Revolvermunition, das ist scheiße. Nehm die mal. Kann ich nicht nach. Tu ich mal nachladen. Jetzt komm noch mal davor, da ist eine Gasflasche. Will mich nicht selbst in die Luft jagen. Eine Leuchtfackel und Schrotmunition. Was denn jetzt? Ah, Alter! Wie, wie.
Gut. Tue ich gleich mal nachladen. Was liegt denn hier? Und das sind Autoreifen. Aber hier kommt doch bestimmt gleich so ein Obermufti. Okay, der ist schon. Der auch. Der müsste eigentlich auch sein. Und er auch. Nachladen. Und hier lag doch Munition. Liegt da? Nein. Kontrollpunkt. Oh, Kontrollpunkt. Ich werd verrückt. Ist hier Munition? Nee. Oh, Manuskript nehmen. Das lesen wir auch mal. Der Grund des Cauldron Lake war ein Friedhof voller Dinge, die der See im Laufe der Zeit gefordert hatte. Das Dunkel beförderte sie in seinem Kielwasser mit hinauf, verteilte den verrotteten Rumpf eines alten Bootes hier und die Reste eines Flugwracks dort. Bäume wurden vor den Einschlägen zerfetzt, die Erde stöhnte. Das fiel ihm gar nicht auf. Okay. Es ist schade, dass die Stimmen immer so. Noch ein Kontrollpunkt. Die Stimmen immer so leise sind in dem Spiel. Was haben wir denn jetzt eigentlich alles hier? Revolvermunition haben wir durchgeladen. Können wir nicht mehr? Können wir nicht mehr? Auch was Neues. So, wir sollten zu diesem komischen Lake. Also geht's fahren. Oh, wir können fahren. Okay. Dann steigen wir links ein, ne? Ja, zack. Ab geht's. GTA. Oder The Coup. Wo muss ich eigentlich hin? Ober rechts leicht. Hier ist schon wieder zu Ende oder was? Och nee, komm, wir fahren hier hoch. Oh, das ist ja wieder hier fahren. Okay, wir fahren hier lang. Na komm, was ist denn los? Nicht stottern. Hier ist Licht. Hier geht's jetzt wohl dann nicht durch, ne? Sehe ich richtig? Dieses Tor öffnen. Und dann machen wir es doch. Steigt doch aus. So. Nein, nein, hier war doch irgendwo ein Generator. Nein, auch nicht. Hier ist wieder viel Freifläche. Dann gehen wir mal lesen. Alle Besucher müssen sich beim Manager melden. Sie müssen einen Haftungsverzicht unterzeichnen, bevor sie das Gelände betreten. Wenn Sie ein bestimmtes Teil suchen, fragen Sie danach. Zur Selbstentnahme ist ein eigenes Werkzeug mitzubringen. Tragen Sie Schutzkleidung. Ahnung. Schrotthaufen, okay. Gas, oh je. Gas haben wir. Ah, ich wusste doch eben, ich hab doch was gehört. Alter, hau ab! Das war aber eben leise zu hören. Was liegt denn hier? Ja, nee, das mit dem Jagdgewehr, das will ich eigentlich nicht. Es ist so blöd im Nahkampf. Liegt denn hier noch rum? Noch irgendwas? Da ist noch die Gasflasche. Ja, hier ist wieder eine Thermoskanne. Was auch immer das zu sagen hat. Lithiumbatterien. Perfekt. Noch irgendwas? Gehen wir mal hoch. Oh, hier ist ein Lichtschalter. In Anführungsstrichen. Benutzen. Hier bestimmt das Tor auf. Ja. Und dass hier ein Heini kommt, das war auch klar. Noch einer? Ich höre aber Lichtschritte, sag ich. Ich höre Schritte. Jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt ein Bug ist oder ob jetzt hier Action kommt. Weil. Ah, nee, ist kein Bug. Alter, mit der wollte ich doch überhaupt nicht schießen. Wie hat er denn jetzt die benutzt? Mann! Wieso das denn? Kann ich hier raus? Hier kann ich Schießübungen machen. Wo muss ich denn überhaupt hin? Das nervt mich jetzt, dass ich. Kontrollpunkt. Der Schuss da vergeudet ist. Da brauche ich bestimmt für eine Horde hier. Gleich auftauchen. Wir fahren jetzt erstmal weiter mit dem hier.
Ja, hier zum Beispiel. Ist das jetzt eine Sprungschanze? Nö, nicht wirklich. Muss ich denn hin? Ich hätte hier weiterfahren sollen. Kann das sein? Hier ist doch so ein Arena-Shit hier. Da ist ein Knopf. Merken, wenn was rot blinkt, immer drauf drücken. Wo war denn der jetzt da? Ich musste den Container aus dem Weg räumen. Der Aufzug musste doch in Gang zu bringen sein. Was für ein Container? Was für ein Aufzug? Läuft hier was um und rund? Ja, das ist doch... Was hier passiert, ist klar. Er hier. Er da. Er da sowieso. Was läuft denn jetzt hier an mir vorbei? Hier blinkt was rum. Manuskript. Komm. Dann lesen wir mal, ne? Zane schnitt ihm das Herz heraus, doch es starb nicht. Das Ding, das Barbaras Gesicht trug, säuselte Nichtigkeiten. Zucker vermischt mit Gift. Er zog den Anzug an und band das Monstrum vom Stuhl los. Das Ding in seinen Armen wehrte sich schwach, aber er hielt es fest. Er trat hinaus vom Pier herab und in das dunkle Wasser. Ein Nadelstich des Lichts, der einem Boden entgegensank, der nie kam. Mhm. Okay. Wir brauchen Munition, Batterien, Leuchtfackeln. Das ist alles klar, was hier passiert. Was blendet dann das jetzt hier? Jetzt gehen wir mal hier. Hier war noch eine Leiter. Da. Gehen wir mal hier hoch. Mein Gott. Geh ins Licht. Ins Licht. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Ach, der Kram wieder. Komm. Noch ein. Nee, Leuchtfackel nehmen. Oh, gucke. Okay, jetzt ist eine Glasscheibe hier zersprungen. Na. Also, na, was Honig gesagt, liebe Freunde der Elektrotechnik? Ist er jetzt kaputt schon? Nee, oh. Komm, ist der Obermufti? Ach, diese komischen Werfer-Heinis. Wo denn? Ach, da. Okay, hier laden wir mal nach. Hier ist aber noch diese komische Musik. Passiert noch irgendwas? Jetzt fällt mir der Kran auf Schädel oder wie? Der hat doch was von Hebebühne hier ge... Achso, komme ich unten durch? Ne, nicht wirklich. Und bücken jetzt aber. Fällt er jetzt mir auf den Deckel? Ne, Kontrollpunkt bitte. Mhm. Hier kann ich wieder fahren. Kann ich hier noch was? Sieht danach aus? Ne, sieht nicht wirklich aus. Boah, ist das eine weite Strecke. Okay, dann fahren wir mal. Und los. Geh mal Gas hier, Call Heinz, du. Okay, hier ums Eck. Ums Eck. Oh, wow, 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 wow. Das geht ja hier driften. Geht ja besser als in the Crew. Kontrollpunkt. Kann ich hier was aufladen? Komm, da steig mal aus, Herr Kollege. Da ist nämlich so ein... Steig doch aus, was halt mal mit deiner himmlischen Ruhe. So, was haben wir denn da? Okay, okay. Alaska. Brauchen wir das Auto? Als nö. Als ich Barry im hellen Raum von meinem Plan erzählte, hatte ich so getan, als wüsste ich, was ich da tat. Das stimmte nicht. Mein Werkzeug war die wabernde Logik eines Traums. Ich musste mir den Weg zum See durch die Schrecken der Nacht erkämpfen. Ich musste einen alten, ramponierten Lichtschalter aus Kindheitstagen anknipsen. Ich musste ein glückliches Ende für eine Horrorstory finden. Ich musste meine Frau aus ihrem dunklen Gefängnis befreien. Aha.
Nope. Kann ich das aufmachen? Außer Follow. Wir gucken mal hier unten erst. Manchmal ist hier noch irgendein Gelumpe drin. Nope. Da ist nix. Also. Ab geht der Fisch nach hier oben. Kontrollpunkte sind mein Freund. Okay. Hier ist nichts, das heißt, wir fallen jetzt hier dann runter. Noch ein bisschen Krach. Haben wir nicht, ist voll geladen. E drücken? Aha. Was? Oh, mehr Kraft, hä? Wie weit denn? Hallo, ich möchte mich bewegen. Gut. Irgendwas übersehen? Ist hier noch was? Außer das, dem wir ja voll. 20 Batterien. Flop. Okay, hier ist nicht wirklich was drin. Wirst du uns gefährlich? Nö, sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Dann gucken wir mal hier. Das hier für ein Geruchel jetzt? Hoch da bitte. Dem muss man immer erst ein bisschen hochhelfen, so in Anführungsstrichen. Nein. Das haben wir ja. Jetzt hier gerumpelt. Kommt jetzt hier irgendein Dicker? Nee. Da waren wir ja. Okay, dann gehen wir mal hier. Was hat denn da geblinkt? Was ist das denn? Eine Pumpgun. Okay, dann machen wir hier. Okay, dann kommen jetzt hier irgendwelche Schleichis. Ja, sonst hätten wir nämlich das Licht hier nicht. Ja. Also okay, hier geht's jetzt rund. Gleich. Ich werde es Ihnen niemals geben. Alter. Fokussieren, ich fokussiere. Ach Gott. Ich gehe mal zurück zu den Lampen hier. Die mir jetzt hier auf den Schädel. Hey, die ist doch eingeschaltet. Wohin? Okay, das kann ich noch nicht. Das kann ich noch nicht. Wohin? Ah, okay. Immer in den Rücken. Hau bloß ab, du. Tu mal nachladen. Ganz vergessen. Ah, der Obermufti, oder was? Penner. Kann doch aber nicht alles gewesen sein, oder? Dann noch die Musik da und lauter solche Sachen. Fokussieren? Okay. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt hier so rubbeli-bubbeli macht. Ist leider so. Okay, du kommst weg. Tot. Noch einer? Ne, die leben noch. Also, die sind noch in den Dings. Alter. Okay, dann machen wir jetzt sowas hier. Wie viel braucht man denn bei dem Heini, du? Die sind ja gemeingefährlich. So, ein bisschen Licht. Noch mehr. Jawohl, und du noch. Komm. Komm zu Baba. Und du auch noch. Jawohl. Waffe nachladen. Wieder fokussieren. Wo ist denn jetzt noch? Und das war ja ein tolles Fokussieren. Ach, er hier. Ohr. Ich mach das mal so, bitte. Scheiße. Okay, den einen Hammer. Okay, jetzt müssen wir mit der Waffe da vorbeikommen.
Der lebt ja immer noch. Dann halt so, Penner. Hast du dir so gedacht? Nein, 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 nein! Das gibt's doch nicht! Aber jetzt... Da ist auch die Musik weg. Wo müssen wir hin geradeaus? Sind wir jetzt mal bald da? Benutzen? Ach, damit hätten wir das... Hab ich gar nicht gesehen. Wir haben es auch so geschafft, oder? Ah, hier müssen wir wieder schieben. Komm her. Komm her. Ja. Gott, ist das ja hier Mario Brothers oder wie der Kram da heißt. So, komme ich hier durch? Da liegt ein Dings, oder? Manuskript. F5. Weiter geht's. Der Ort, an dem ich mich wiederfand, ähnelte nichts, das ich mir je hätte vorstellen können. Der Ort war nicht solide, er war fließend. Für jemand anderen, einen Künstler aus einem anderen Bereich, wäre er ganz anders gewesen. Ich konnte die Geschichte aus dem Manuskript überall um mich spüren. Die Worte und Ideen strömten durch die Luft, bereit, wahr zu werden. Okay. Gut, da sind wir ein gutes Stück weitergekommen. Wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.